Hi, ganz kurz zur Matheklapper-Welt. Da gibt es erstens auf YouTube Lernvideos und Livestreams mehrmals in der Woche. Themengebiete sind immer farbig gekennzeichnet. Rot die Grundlagen, Orange Geometrie, Grün Analysis, also alles was mit Funktionen zu tun hat, Blau Vektoren und Flieder Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zweitens gibt es meine Homepage www.matheklapper.de. Dort gibt es meine Formelsammlung, den Matheklapper. Und rechts seht ihr, dass die Formelsammlung farbig auf die Videos abgestimmt ist. Ebenso auf meiner Homepage gibt es den Abi-Vorbereitungskurs. Das sind 42 Tageslektionen, wobei über 200 Aufgaben mit Lösungen enthalten sind. Dauert etwa 5 bis 10 Wochen, bis man da durch ist. Ja, und dann gibt es dort noch ein Online-Mathe-Buch mit sehr vielen Stichworten aus der Mathe-Welt. Okay, viel Spaß mit dem folgenden Video. So, wir kommen zu den rechnerischen Lösungsverfahren von linearen Gleichungssystemen. Und da wollen wir uns zuallererst mal das Gleichsetzungsverfahren anschauen. So, wir nehmen uns das gleiche Gleichungssystem, das wir eben gerade grafisch gelöst haben. Und das versuchen wir jetzt mal rechnerisch mit Hilfe von dem Gleichsetzungsverfahren zu lösen. Für mich ist immer ziemlich wichtig, dass wir die Gleichungen mit römischen Zahlen beschriften. Also römisch 1 ist unsere erste Gleichung, römisch 2 ist unsere zweite Gleichung. Und das ist wichtig, damit wir eben einfach besser arbeiten können mit diesen Gleichungen. So, wie funktioniert jetzt Gleichsetzungsverfahren? Da muss man sich folgenden Spruch, nenne ich es mal, merken. Der lautet: Wir müssen beide Gleichungen nach etwas Gleichem auflösen. Nochmal, beide Gleichungen nach etwas Gleichem auflösen. Dieses etwas Gleiche, das kann die Variable x sein, das kann die Variable y sein, das kann auch ein Vielfaches von diesen Variablen sein. Das heißt, beide nach 6x oder beide nach 12y, was die Aufgabe eben hergibt. Ich entscheide mich hier mal, dass wir beide Gleichungen nach x auflösen. Also, wir schreiben auf römisch 1 nach x. Wir wollen die erste Gleichung nach x auflösen. Ich wiederhole die erste Gleichung. 2x plus 4y. Und das Ganze ist gleich minus 6. Wir wollen das nach x auflösen. Wir bringen also plus 4y rüber. Die Anweisung lautet minus 4y. 2x ist also minus 6 minus 4y. Wir entfernen die 2, indem wir durch 2 teilen. X ist also, wir müssen an der Stelle dran denken, beide Teile durch 2 teilen. Also minus 3 minus 2y. So, und das Ergebnis, das rahme ich mal ein. Dieser Spruch hieß, beide Gleichungen nach etwas Gleichem auflösen. Also wir lösen nicht nur die erste nach x auf, sondern auch die zweite Gleichung. Also römisch 2 nach x. Ich übertrage gerade mal die zweite. Minus 3x plus 6y ist gleich minus 15. Plus 6y ist gleich minus 15. Die 6y stören, die bringen wir rüber mit der Anweisung minus 6y. Minus 3x ist also minus 15 minus 6y. Auf der linken Seite stört das minus 3. Die entfernen wir mit der Anweisung geteilt durch minus 3. An der Stelle bitte nicht plus 3 rechnen, das wäre ein klassischer Fehler. X ist gleich minus 15 durch minus 3 wäre plus 5. Minus 6 durch minus 3 ist plus 2y. Und auch dieses Ergebnis rahmen wir ein. So, nachdem wir beide Gleichungen nach etwas Gleichem aufgelöst haben, kommen wir zu dem Punkt, warum das Gleichsetzungsverfahren Gleichsetzungsverfahren heißt. Diese beiden Dinge wollen wir jetzt gleichsetzen. Warum? X ist das hier, x ist aber auch das hier. Und wenn beides x ist,
muss das hier auch dem sein. Ich schreibe es mal auf. Minus 3 minus 2y ist gleich 5 plus 2y. Wir haben also nichts anderes gemacht, als diese beiden Ergebnisse gleichgesetzt. Das hier ist gleich dem. So, und jetzt schauen wir mal, was dadurch passiert ist. Wir haben jetzt eine Gleichung mit nur noch einer Unbekannten. Und da geht jedes Verfahren hin. Jedes Verfahren versucht, im Laufe der Anwendung irgendwie Variablen rauszuschmeißen, mit dem Ergebnis, irgendwann eine Gleichung mit einer Unbekannten zu erhalten. So, und diese Gleichung können wir jetzt auflösen, in dem Fall nach y. Wir bringen mal die minus 3 rüber mit der Anweisung plus 3. Also minus 2y ist gleich 8 plus 2y. Jetzt müssen wir die y's zusammenfügen. Es ist immer schlecht, wenn die Variable auf beiden Seiten vertreten ist. Also jetzt haben wir y links und y rechts. Jetzt müssen wir die auch von der rechten Seite zur linken Seite rüberbringen. Anweisung minus 2y. Minus 2y minus 2y sind minus 4y. Und das Ganze ist 8. Jetzt müssen wir auf der linken Seite die minus 4 entfernen. Das gelingt uns, indem wir durch minus 4 teilen. Y ist also minus 2. Und schon haben wir den y-Wert. Wie kommen wir jetzt an unseren x-Wert? Haben wir zwei Möglichkeiten oder haben mehrere Möglichkeiten? In der Regel geschieht das durch Einsetzen der bekannten Variablen irgendwo anders. Wir könnten das da einsetzen, nach x auflösen. Wir könnten es auch da einsetzen, also die zweite Gleichung nach x auflösen. In unserem Fall gibt es eine Stelle, wo es ein bisschen einfacher ist, das Ganze. Und zwar hier unten in diesem roten Bereich. Warum ist das hier einfacher? Weil diese beiden Gleichungen schon nach x aufgelöst sind. Wenn wir uns diese beiden Gleichungen angucken, wir können es da oder da einsetzen. Da gefällt mir diese ein bisschen besser. Also durch Einsetzen von y an dieser Stelle bekommen wir unseren x-Wert. Ich notiere gerade nochmal diesen Ausdruck. X ist gleich 5 plus 2y. Da y einsetzen, hier x rausbekommen. X ist gleich 5 plus 2 mal, ist ein unsichtbares Mal dazwischen. Y ist hier was Negatives, müssen wir eine Klammer drumherum setzen. Beim Einsetzen von negativen Zahlen bitte immer eine Klammer drumherum. X ist gleich, Punktrechnung vor Strichrechnung, 2 mal minus 2 ist minus 4, also 5 plus minus 4, plus minus ergibt minus, 5 minus 4 ergibt 1, x ist gleich 1. Mathematisch aufgeschrieben, die Lösungsmenge groß L ist gleich, Nasenklammer auf, der Wert für x ist 1, Semikolon, der Wert für y ist minus 2 und Nasenklammer zu. Und wenn wir uns daran erinnern, das waren auch die Lösungen von diesem linearen Gleichungssystem, als wir das Ganze grafisch gelöst haben. Nochmal zur Erklärung, was die Lösungsmenge ist. Wenn x den Wert 1 annimmt, y den Wert minus 2 annimmt, dann liefern uns beide Gleichungen eine wahre Aussage. Ja, ganz kurz nochmal zur Matheklapperwelt. Hier auf YouTube gibt es ja Filme und Livestreams. Auf www.matheklapper.de gibt es meine Formelsammlung, also den Matheklapper, sowie die Abi-Vorbereitung und das Online-Mathebuch. Oben links könnt ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen nicht vergessen. Dann erfahrt ihr auch immer, wenn mal wieder ein Livestream ansteht. Ja, und oben rechts gibt es eine thematisch passende Videoempfehlung. Danke fürs Zusehen. Ciao.